Ja, mit dem Bogen einmal vorne drin, gell? Ja. Aber der ist nicht so, wie ich ihn eigentlich wollte, aber passt schon. Oh, was ist los? Sims, was ist los? Schauen wir mal. Boah, das gefällt mir aber, muss ich schon sagen. Hä? Siehst du meine Stadt auch? Könnt ihr mir mal sagen, was los mit euch ist? Ich brauche ein Krankenhaus. Ja, ich schicke einen Krankenwagen zu dir rüber. Nee. Warte mal, Krankenhaus. Einsatzfahrzeug, eins von zwei ist rüber zu dir. Schick mal beide rüber, ich brauche glaube ich beide. Habe ich jetzt beide zu dir rüber geschickt? Ich habe keine Ahnung. Ja, weil ich habe jetzt gerade gar kein Fahrzeug verfügbar. Das ist jetzt blöd. Ja, ich habe gar keine Feuerwehr zur Verfügung. Da muss ich jetzt Kredit aufnehmen. Boah, scheiße, was. Stopp mal. Halt, stopp. Halt, stopp. Halt, stopp. Pause. So. Kurz gucken, was hat der? Fühlt sich krank, fährt ins Krankenhaus. Ah, okay. Ja, dann. So, Leute. Wir nehmen einen neuen Kredit auf mit fast 3000 Einnahmen. Zack. Kredit C. Annehmen. Wir bauen unser Krankenhaus-Imperium weiter aus. Alter, dieses Krankenhaus ist teuer. Ja, jetzt, da geht's bei mir. Gesundheit. Die Krankenwagen von Avalon kommen mit Blaulicht zur Hilfe. Ja. Ich hab doch schon ein Patientenzimmer hinten. Schaut doch mal, Leute. Ihr habt da ein Patientenzimmer dran, gell? Ich baue irgendwann dieses riesige Krankenhaus, aber es dauert noch ein bisschen. Ja, ich baue dann auch irgendwann Feuerwehr. Ja, jetzt könnte ich könnte ausbauen. Schön. Gemeindehaus, bei der Arbeit. 5000 Einwohner brauchen wir. Ich habe mal meine Feuerwehr ausgebaut. Feuerschutz für Nachbarn. Oberbedarf, Industriegebiete. Oh Gott, bitte nicht. Ich krieg da nie ein schönes Gleichgewicht hin. Das ist mein Problem. Es wird bei mir wahrscheinlich so ein chronisches Problem sein, dieses Anti-Gleichgewicht. So. Gucken wir mal, wie viel ich dir jetzt an Ding schicken kann. An Einsatzwagen. Ich kann dir einen von zwei schicken. Na, immerhin. Schön. So, hoher Bedarf an Industrie. Ich baue voll die Planstadt. Ich bin von meinem anderen System weg. Aber ich werde da irgendwie was anderes noch reinbauen, weil... Leute, gebt euch das mal. Yeah! Yeah! Wie sieht's denn aus? Ist denn das noch klein. Effizient genug? Gehen wir mal unter Strom. Ich produziere immer noch im Überschuss. Kurven. Da geht's, Kurvensystem jetzt wieder. Schön. Dann, das sind die 90 Grad Kurven. Yay, yeah, kann man dann auch so zu einem Kreis. Oh Mann, ich brauche wieder Krankenwegen. Ich hab dir schon alle geschickt, jetzt habe ich halt noch einen für mich. Dann gibt's halt dieses Planviereck. Ja, du musst die mir nicht alle halten, du kannst die wegschicken, alle. Ja, ich habe eins zur Verfügung für meine Stadt, das reicht nur aus. Nein, du kannst mir alle geben. Also. Ja, ihr braucht mehr Patientenzimmer, Leute. Ihr habt no money, ihr habt euch schon ein Patientenzimmer dran gepflanzt. So, dann schauen wir mal zu Game Master. Bei mir brennt's. Krankenwagen. Schicken wir den noch einen. Yay. Yeah. So, zack, fertig. Hast jetzt noch einen Krankenwagen. Reicht anscheinend immer noch nicht, um uns herum sterben. Ja, ich habe nur drei Krankenwagen, Leute. Ich kann nicht mehr gehen. Ich habe sogar nicht mal mehr genug Platz für die Patienten. Die sterben mir im Krankenhaus alle weg. Das ist schon das Problem. Bin im Krankenhaus schon zu arm dran. Alter Schwede, ey, ich sag's dir. Hier sind sie alle. Hier ist ein kranker Sim. Gestorben ist nur keiner. Verletzungen, Krankheit und Tod. Ah, ne, Tod Verdammte nicht. Verdammte Scheiße! Alter, bei mir brennt fackel gerade die kompletten Buden ab.
Hast du nicht eine größere Feuerwehr mit mindestens 2 Löschwegen? Doch, habe ich. LOL. Jetzt seht ihr die vollen Features der Glassbox Engine. Bei GM. Zudem möchte ich aber nicht besuchen. Wir haben ja das Problem vorhin gehabt. Ich nehme nicht auf. Aber es brennt. Alter, Feuerwehr, ihr seid behindert. Die fahren andauernd im Kreis bei mir. LOL. LOL. Die würde ich rausschmeißen. So. Ist ja nicht so, als würde schon What wieder the das fuck? Oh Gott, ich hab grad einen Auftrag. Die Krankenwagen stehen bei mir Schlange in dem Stau. Wow. Bring Patienten ins Krankenhaus. What the fuck? Warum haben wir hier so einen scheiß Stau? Ich meine, ich habe ja noch nicht einmal eine richtig große Stadt. Aber Stau haben wir schon mal. Wenn wir eins nicht haben, haben wir das andere. Straße mit hoher Dichte. Wir haben Straße mit mittlerer Dichte, jetzt mit hoher Dichte. Teuer. Feuerwehr, fahrt nicht andauernd im Kreis in der Straße. Boah, das brennt da. Oh Gott. Zack. So, wir haben eine Straße geupgradet. Oh. Die Feuerwehr ist so dumm wie ein Stück Stroh. Bei mir gibt's Stau wie Sau. Ey, glaubst mir nicht. Das glaubst mir nicht. Was da alles gerade umzieht. Ich hab schon Straße mit hoher Dichte jetzt dran. Hoffen wir mal, dass was Gutes draus wird. Hier entsteht echt ein Hochhausimperium, wenn das so weitergeht. Bei mir noch nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich das verändern soll. Aua. Indem du Straßen mit hoher Dichte baust. Da steht ja immer dran, wenn du diese Straßen anklickst, steht ja immer dran, was sich dran entwickeln kann. Straßen mit mittlerer Dichte, mittlere große Häuser. Straße mit hoher Dichte, Hochhäuser. Hauptstraße mit mittlerer Dichte, mittlere Häuser. Ja, gib mir halt. Ach, endlich. Straßenbahnhauptstraße. Ist auch nicht teuer oder so. Ja, Leute, wir müssen kurz ein bisschen vorspielen. Ich spiel gerne so langsam. Ich weiß nicht, ich hab das gerne. So langsam zu spielen. So, ein paar Einwohner. Was haben wir denn? Hoher Bedarf, Industriegebiete. Baut sich doch gerade. Oh Gott, es reicht immer noch nicht. Ich brauch ein Krankenhaus. Ich habe jetzt echt alles gemacht. Warum sterben die bei dir alle so weg? Ja, weil es anscheinend nicht reicht. Ja, bitte nicht. Ich will dir doch Unterstützung geben. Ja, ich schick dir schon 3 Fahrzeuge. Weiß nicht, wie viele du mir schickst. Ich schick dir auch 3 Fahrzeuge. Das nennt man gerechte Aufteilung. Ja. So. Ich baue jetzt einfach mal die Straßen aus, weil ich habe gerade das Geld. Wir nehmen gerade gut ein. Ich glaube, ich bleibe im Schnellspielmodus. Wir haben zu wenig Kunden. Das Thema wird bald erledigt sein. Oh Gott, das nächste, was ist wieder ein Ausbau. Wie viel Kohle hast du? 13.000. Ich bin ganz gut dabei. Ich brauche Kohle. Ja, ich will 18.000. eigentlich. Das kann ich dann auch langsam anfangen mit dem Maxis Herrenhaus. Yay, jetzt habe ich 50.000 Kohle bekommen. Was? Ich hab einen Auftrag für meine Feuerwehr angenommen. Oh, okay. Ich denke mir so, what? 50.000? Du bist doch. Limit erreicht. Ich verdiene mein eigenes Geld, ich kann meine Stadt gut über Wasser halten. Okay, jetzt habe ich das Maximum, was meine Feuerwache an Einsatzfahrzeugen haben kann. 5 Stück. Und jetzt hole ich mir natürlich auch noch trotzdem ein eigenständiges Krankenhaus. Okay, mal schauen, wie viel Energie ich im Überschuss produziere. 2,6 Megawatt. 3,1 Megawatt in der Region verfügbar. Schön. So, was sagt uns das Krankenhaus? Wohlbefinden ist Wohlstand. Es gibt zu viele kranke Leute in der Stadt. Also ich könnte. Ah, jetzt baut sich auch mein. Ja, jetzt baut sich meine Stadt. Jetzt wird's ja auch besser gerade. Ich guck mal kurz, ich kann dir jetzt noch mehr Feuerwehrautos schicken. Ja, ich schau, dass ich mit dem Krankenhaus bald hinterherkomme. Ich nehme 5.900 ein. 6.000 pro Stunde. Alter, meine Stadt ist eine Gewinnerstadt. Sag mal, hast du Geldprobleme? Also ich baue jetzt kann ich das Maxis Manhaus bauen. Und ich kann mit dem Bergbau bald anfangen.
Ja, den wollte ich eigentlich. Danke, dass du mich dran erinnerst. Das war das, was ich machen wollte. Ja, bitte, kein Problem. 22.000, aber jetzt habe ich gerade kein Geld mehr. Ja, wir teilen uns dann aber schön auf, wer Erz und wer Eisen macht. Wo ist das Maxis Manhaus? Wo gibt's das überhaupt? Mangel an Arbeitern. Elektronik. Das ist bei diese Ding dabei. Ah, oh, sag mir, wie es heißt. Verstehe ich gerade nicht. Spezialisierung. Ich gerade ein bisschen geleckt. Sorry. sorry, was? Sorry. Ah, ne, das ist bei dem Polizeihaus ist das dabei. Okay. Ach, komm. Ich habe meine Plaza gebaut. Komm, bitte. Ich möchte das Haus in einer bestimmten Ausrichtung platzieren. So, Haus ist gebaut. Stellen Sie das Maxis. Verletzten retten. 500. Super. 500. Brauchst du zufällig noch ein bisschen Geld? Gerade nicht, danke. Gut. So. Was möchtest du machen? Kohle oder Erz? Ich wäre für Kohle. Dann mache ich Erz. Cool. Trichik, neue Boutique eröffnet in Angelsachsen mit kunstvollen Loks. Pudelmode. Oh Gott. Ich hab meine ersten Reichen in meinem Dorf stehen. Oh yeah, ich hab auch Reiche. Ja, geil. Stadt baut sich gerade aus. Freies Unternehmen. Im Bau Reichenviertel, Villen und sowas. Ah, geil. Ja, wenn wir das einmal haben, können wir das all. Wie viele Arbeiter? Wir stellen neue Leute ein. Naja. Bin mal gespannt. Da darf man auch gespannt sein. So. Man darf gespannt bleiben, wie sich die Stadt entwickelt in Let's Play. Boah, shit. Weißt du, wie groß so ein Straßenbahndepot ist? Nee, aber ich kann es mir ungefähr vorstellen. Riesig. Mangel an Arbeitern. Ach, okay. Dann kann ich eben. Dann brauche ich nicht so viel Industrie. So. Ich bin froh, dass gerade mein Finanzhaushalt so gut geklärt ist. Das klappt jetzt alles so. Unternehmen. Mache ich. Wirtschaftliche. Stellen Sie mehr Jobs zur Verfügung. Ja, das ist kein Problem. Sagt mir halt früher Bescheid, dass ihr mehr Jobs wollt. So. Also. Aber jetzt kann ich meine Straßen ein bisschen ausbauen. Weil mal die da halt. Welche habe ich denn schon ausgebaut? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Die habe ich schon ausgebaut. Die noch nicht. Okay. Oh Gott, ich nehme kaum mehr Gold ein. Also, wenn du Geld brauchst, dann sagst du mir Bescheid. Ja, ich nehme nur noch 400 gerade ein. Ah, okay. Ja, ich versuche dir bald auszuhelfen. Ja, die freien Unternehmen, das ist echt heftig. Ich hab gerade wenig Einwohner. Aber mein Geld, also, das ist jetzt. Okay, ich helfe dir gleich aus. Ach, cool, danke. Ich habe gerade 64.000, von dem her kann ich dir ja ein bisschen aushelfen. So, ich kann dir ein Geschenk machen. Verschenkte Menge. Ja, machen wir mal. So, hast du ein bisschen Geld erhalten? Nö. Kommt gleich. Du kriegst von mir auf. Also, das Geld müsste jetzt kommen. Ich hab dir gerade Geld geschickt. Ah, jetzt ist Geld angekommen, ja. Gut. Oh Gott, jetzt wollen sie eine Mülldeponie. Ich muss mich jetzt erstmal darum kümmern, dass meine Stadt weiter wächst. Dann kann ich mich um eine Mülldeponie kümmern. Leute, ihr stellt immer. Maxisman auf Patrouille. Die stellen immer so viele Ansprüche gleichzeitig.
bearbeiten? Oh, oh Gott, mein Krankenhaus, ich brauche einen Ausbau. Kann man da irgendwie auch die bla bla bla.